Nee, das habe ich auch nicht verstanden, Sabrina. Warum der warten will. Vielleicht will er kein Geld machen. Ih, der ist richtig komisch, der Typ. Warum ist denn du so komisch? Na, was gucken wir uns denn eigentlich hier an für einen Rotz? Are you doing your work? You'll have to spend the night in the dungeon if you don't. Ich hoffe, es ist alles okay. Ja. Gute Nacht, Eve. Träum süß. Zwinker, zwinker. I have been held hostage by Mr. Holland for 37 days. He makes me solve math work until my head hurts. I can't escape. Can I use the bathroom? Möchte jetzt auch eine Pizza haben. Da. Nein, ich esse Pizza! Ich habe wieder jemanden vor der Tür gehört. Nicht mal in Ruhe essen kann man hier. Weg! Ich habe ganz klar ein Klopfen an der Tür gehört. Wir gucken aber erstmal. Wir gucken mal nach, wer das ist. Wir machen doch nicht einfach wildfremden Leuten auf. Da liegen Blumen. Die Tür muss ich unbedingt zumachen. Die geht mir vor auf den Zeiger. Ich hab so Angst, ne? Wo ist die Türe von dem Jungen? Ah! Okay. Da stand halt niemand, ne? Also ich würde es schon gerne versuchen. Aber vielleicht ist es so eine Bombe oder so. Der Fernseher gewesen, ne? Muss den Fernseher ausmachen. Geht nicht. Funktioniert nicht mit dem Fernseher. Aus! Also tat ich es. Was tat er? Kann ich keinen anrufen? Geh doch mal hoch. Thank you.
Keiner mehr. Die ist weg, die Uschi. Sollen wir jetzt mal aufmachen, den Bums hier? Ich muss die Blumen wahrscheinlich nehmen, ne? Ich glaube, ich muss die Blumen nehmen. Ich will den Scheiß nicht! Behalt deine blöden Blumen! Da ist halt bestimmt was drin. Aber ich... Gott... Ja. So. Ich mache jetzt meine Hausaufgaben weiter. Ich halte das für eine gute Idee, dass wir jetzt den schulischen Aktivitäten nachgehen. Hi. Wie geht's? Was hattest du zum Abendessen? Eine sehr leckere Pizza. Eingeben? Pizza! Hätte er sein können. Ich ging davon aus, dass es eine falsche Nummer war. Es war schon seltsam. Ich stempelte das Ganze aber nur als Zufall ab und machte weiter. Außerdem hatte ich noch viel Arbeit nachzuholen. Es sind überall kleine Orbsies. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Gibt es hier eigentlich einen Schrank, wo man sich verstecken kann? Nee, ne? Wenn der einen kriegt, dann ist halt rum. Shit. Achso, ich wollte Hausaufgaben machen. Bringt mich ganz durcheinander, diese Nachrichten hier. Hausaufgaben. Also. Halb zwei nachts. Während ich an meinen Hausaufgaben saß. Ach du Scheiße, fiel der Strom aus. Mr. Carson hatte anscheinend eine Notstromversorgung für sein Sicherheitssystem. Bist du allein? Warum ignorierst du mich immer noch? Warum bist du immer so gemein zu mir? Du verhältst dich gerade voll kindisch. Gut, wenn du dich so verhältst, brauche ich dich sowieso nicht. Todd ist eh viel geiler. Wer ist Todd? Wer sind sie? Im Moment war ich fast schon sicher, dass es wieder ein Streich von Turner sein musste. Warte mal, kann ich hier ran? Das war... Moment. Alec Carson 5387. Mann. Das ist ja so ich glaube, der Albtraum für jeden, ne?
Mein Herz. Wo ist der Hund? Ey, Mann, wo ist denn der Hund? Das... Da ist jemand gelaufen. Oh, da ist jemand gelaufen! Ich habe Angst, dass der irgendwo in irgendeine Tür reinkommt. Fuck! Wo habe ich denn meine Taschenlampe hin? Scheiße. Ich habe meine... Wo habe ich denn meine... Wo habe ich denn die Taschenlampe hin? Ich sehe doch so gar nichts. Jetzt mal ohne Spaß. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Weiß jemand, wie ich die Taschenlampe wiederbekomme? Die hatte ich beim Fahrrad mitgenommen. Weiß man das? Flashlight geht nicht. Inventar geht auch nicht. Die ist da beim... Da, wo beim Rad aufgestiegen bist. Aber das war... Aber da lag die ja nicht. Shit, jetzt muss ich raus. Echt? Ziemlich kalt draußen. Huch. Kann ich da hin? Hier sind Blumen. Hier ist halt nichts. Ich bin hier aufs Rad gestiegen. Die ist aber nicht da. Das war doch... Ach nein, das war da hinten. Oh Gott. Oh Gott, ey. Fuck. Oh, Scheiße. Oh, mein Herz. Fuck. Leck mich am Arsch, ey. Scheiße. Bei dir war sie an der Tür gebackt, okay. Wir fangen mal beim starken Regen an. Vielleicht finde ich sie da wieder. Oh, fuck, Mann. Oh Gott, ey. Und fing etwas an, hungrig zu werden. Okay. Ich mich erschrocken, ey. Junge, Junge. Ah, da ist doch meine Taschenlampe. Es war klar, dass ihr das klippt, ne? Junge, ich habe mich hier zu Tode erschrocken gerade. Ohne Witz. Scheiße. Oh.
Mein Herz. Notstromversorgung, Sicherheitssystem. Lass mich raten, im Keller. Der Hund, ne? Nee, im Keller war nichts. Da war nichts mit Strom. Ich habe halt das Gefühl, dass wir raus müssen. Wegen dem Hund, weil der so bellt. Kann mich natürlich auch irren. Ja, doch die Tür nicht zu. Guck mal, das. Also, die Frau. Wir müssen diese Frau sehr geliebt haben, wenn die überall hängt. Nee, hier auch nicht. Notstrom. Es sind Tot. Und war, ich verstehe aber noch nicht, warum ist Todd denn eigentlich viel geiler? Was haben wir dir denn getan? Kannte mich mit dem Typen, mich mit Typen wie ihm einfach gut aus. Darüber hinaus wussten auch nur Turner und Andy davon, dass ich gerade allein auf das Haus aufpasse. Es wurde plötzlich ziemlich kalt draußen. Es kommt von da oben. Ich weiß auch nicht, ob es klug ist, rauszugehen. Ehrlich, ich habe schon wieder Angst, dass die Alte kommt und mich hier packt und ich hier zu Tode erschrecke und sterbe. Ich will nicht sterben, ich bin noch viel zu jung, ich bin ein Kind. Kann ich das Fahrrad nehmen und wegfahren? Ich würde wirklich gerne. Ich nehme die Dosenöffner mit, vielleicht bringt's ja was. Frisch verliebt? Zwinker, zwinker. Auf jeden Fall. In, sie ist in Todd verliebt. Wir sind nicht mehr gut genug für sie. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade versuche. Ich habe doch auch keine Ahnung, wenn nicht du, wer dann? Der Todd ist halt, der ist halt echt ein toller Typ, ne? Sind wir mal ehrlich. Wäre ich ein Mädchen, ich glaube, ich würde auch auf Todd stehen. Geht wieder. Ich schaltete den Strom wieder an. Der Hund ist jetzt auch ein bisschen Hund? So langsam pisst er mich wirklich an. Kann ich den Hund mitnehmen?
sein Ernst. Sein Ernst. Was ist das für ein Wachhund? Flashlight. Du hast gesagt, wir bleiben Freunde. Turner, das ist gerade überhaupt nicht witzig. Ich weiß, dass du das bist. Mann, es ist deine Ex. Ist ein bisschen crazy geworden, weil du sie nicht mehr liebst. Werden halt manche Mädels, die drehen da durch. Die können das dann alles nicht mehr. Ich musste für Montag zurück zu meiner Schularbeit. Was, also wirklich, da hätte ich jetzt auch so richtig Bock drauf. Auf die Schularbeit. Ich hätte schon längst meinen Papa angerufen. Oder meine Mama. Mama, kannst du mich bitte abholen? Hier sind böse Menschen und ich habe Angst. Okay. Ich habe wirklich ein bisschen Schiss. Ich muss so reden. Wir gucken noch mal ganz kurz. Ja, okay. Der Keller ist so schlimm, ne? Ich schwöre, wenn die vor unserer Tür steht, dreh ich durch. Der Hund, der liegt ja vor dem Eingang. Hoffentlich noch. Der Hund. Nee, der war vor einem anderen Eingang, ne? Hund. Hund! Hä? Okay, da ist nichts mehr. Ich hab das gehört, da ist jemand. Schirme sind umgeworfen. Und die Tür ist offen. Ach du Scheiße. Ich glaube, da ist Dreck auf dem Boden. Ist jemand mit seinen nassen Füßen reingelatscht. Streif sie doch wenigstens ab. Oder zieh die Schuhe aus. Ja. Fotostudio war unten. Fotostudio war hier drin. Nur von der anderen Seite her. Ja. Fuck. Die Alte ist im Haus. Oh Mann, dass die Weiber auch immer... Die Weiber sind immer so scheiße, ehrlich. Wenn ich ein Typ wäre, ich glaube, ich wäre schwul. Die Weiber haben immer alle einen an der Klatsche. Wirklich, scheißegal. Der Hund, der schnarcht immer noch fröhlich vor sich hin. Oh, bitte, Mann, Sabrina. Doch, das ist die Alte von vorhin. Es ist nicht der Pizzatyp. Der Pizzatyp hat voll nett gelächelt und sich gefreut. Ich gehe da nicht hin. Ne? Ich hab keinen Bock auf dich.
mache ich denn jetzt? Ich bin nicht in diesem Kackraum. Ich bin wirklich nicht in diesem Raum. Scheiße. Hund. Hund, geh du mal rein. Nimm einen Dosenöffner mit. Vielleicht brauche ich ihn nochmal. Scheiße auf das Geld und fahr heim, ja. Zecke verhielt sich sehr seltsam. Zecke, fass! Fass, Hund, fass! Ich folg mal dem Hund. Der hat bestimmt einen Plan. Das ist ein Wachhund. Das ist ein ganz großer. Wenn du dich jetzt hinlegst, ne, und schläfst, ich schwör's dir. Der hat bestimmt hier so Futter bekommen, dass er pennt. Der Hund. Warum rufe ich denn nicht meine Eltern an? Ja, Hund. Ja, lauf mal. Lauf mal da rein. Geh mal gucken, wer da ist. Pass. Was machst denn du? Du sollst nicht zurückgehen. Ich folge dem Hund trotzdem. Okay, der geht aber jetzt zurück. Hä? Mach dir mal hier die Tür auf, Hund. Vielleicht wird sie ja hier rein. Los, Hund! Such! Such! Wo ist der böse Mann oder die böse Frau? Oder was auch immer hier ist. Ja? Bell? Bell ihn in die Flucht? Ich werf dem so den Dosenöffner entgegen. Soll ich den Strom abstellen? Ach so, nee, geht nicht. Mann, was ist mit dem Hund? Ich will da nicht alleine rein. Hund! Oh Gott, oh Mann, Valentin! Scheiße! Er geht jetzt wieder zurück, ne? Zu seiner Hütte, glaube ich. Ja, 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 ja. Der Mond ist nicht schlecht. Ich glaube, der Hund geht jetzt wirklich zu seiner Hütte. Komm mit, komm rein. Hier, komm. Hier, wer ist ein guter Hund? Ja, wer ist ein feiner Hund? Ja? Ja? Die will nicht ins Haus. Ich will da auch nicht rein. Wer ist denn da? Ja, ich weiß. Ja.
Ich glaube, wir müssen in den Raum rein, damit es irgendwas triggert, aber ich habe so Schiss davor. Ich glaube, wir müssen da rein. Na gut. Also Leute, war schön mit euch, wenn wir sterben. Oh. Hör auf, bitte, du blödes Kakrollo. Ich habe halt jetzt überall die Tür aufgelassen. Das ist halt auch mega dumm. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich mit dem Hund machen soll. Der sagt halt irgendwie was. Der Hund verhält sich komisch. Was ist denn der Hund? Der ist jetzt hinterm Zaun. Okay, vielleicht, ich habe echt gedacht, es triggert was, wenn ich da jetzt reingehe. Aber wenn ich jetzt zur Garage gehe, bin ich wieder tot, ne? Da sterbe ich wieder. Weiß nicht, warum ich die Tür zumache. Die anderen sind ja eh offen. Hä? Du warst hier und hast niemanden gesehen? Okay.